Ja, moin moin, herzlich willkommen zur nächsten Bastelstunde. Das ist jetzt die zweite. Dafür, dass wir sonst so viel in der Schmiede gesessen haben, ist das halt echt wenig. Naja, wir wollen heute mal was basteln oder beziehungsweise morgen auch. Ich hoffe, das haben wir bis dahin dann fertig. Und zwar einmal hier raus, da nehme ich mir jetzt zwei Stück von mit. Denn haben wir die anderen Teile dazu nämlich auch noch, Leitplanken. Da werde ich mir zwei Stück von herholen, die liegen da hinterm Busch. Und weiteres seht ihr wohl gleich. So, Fix zwei Stück aufgeladen. Felix ist jetzt schon mit großen Weitra in der Schmiede. Nicht verlieren. Und will mal eben gucken, ob das passt. So, der, was ich ja noch mal eben so ein bisschen Farmvlog-mäßig erzählen kann, der Merlo ist gerade zum TÜV in der andere, der mit dem blanken Reifen. Der hat ja jetzt neue Reifen bekommen und so alles. Das seht ihr wahrscheinlich auch irgendwo im Vlog, denn früher oder später. Und der Pferdeanhänger wurde zugelassen. Haha. So. Mal sehen, wie weit er ist. Ob er Kugeln hat oder wir noch welche holen müssen. So. Ja, wir haben Frontgewicht bekommen. Gut geschenkt bekommen. Besten Dank dafür nochmal. Die zwei Pfosten, die ich jetzt dran habe, an der Palettengabel, die sollen hier einmal an hoch und auf der anderen Seite. Moin Felix. Moin. Und dann sollen hier zwei Leitplanken an vor. Eine unter dem Zuchtmaul und eine über dem Zuchtmaul, dass man damit besser schieben kann, damit der dann ungefähr so weit ist wie der Trecker. Wir sind schon heiß auf Mais, ne? Ja, damit wir dann ein vernünftiges Gewicht zum Schieben mehr haben. Ersten Termin zum Maisfahren haben wir auch schon. Bis dahin muss das fertig sein. Aber es sind noch zwei Wochen. So, wir mussten das Gewicht jetzt noch mal ein bisschen anbaufertig machen. Da waren Scheiben vorgeschweißt, dass die mit den alten Fanghaken kompatibel ist. Und da oben den Bolzen mussten wir auch ein bisschen wieder gangbar machen. Na nü. Weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Da fehlt ein bisschen. Das ist, ja, nun scheiße. Du hast alles nur Zeit, wenn wir da jetzt noch wieder beigehen müssen. Ja, hier haben wir ein neues Loch eingemacht, ein größeres. Das ist voller Rost und, ja, klein. Au. 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 Der scheint auch ein bisschen länger zu sein auf der Seite. Das müssen wir noch mal alles ein bisschen nachmessen hier. Ja, Fehler gefunden. Das sind die Meier-Mitarbeiter. Ja. Nein, alles gut. Die Kugel ging so schwer rauf und hat war die nicht ganz drauf. Wenn die jetzt hier ganz drauf sitzt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dann passt das aber. Jetzt gehen wir mit der Flex bei und machen die hier um zu den ganzen Rost ein bisschen ab. Und dann müsste das passen. Müssten wir nicht ganz raufschieben können und gut ist.
Geil, oben ist es. Aber das hängt alles irgendwie krumm und schief, ne? Irgendwie hängt das alles ein bisschen krumm und schief. Aber von hier sieht man auch richtig, der Punkt hier, wo der Oberlenker rangeht, der hängt weiter links. Das ganze Gewicht hängt einfach weiter links. Ich habe schon immer gedacht, die Unterlenker haben einen weg, aber das liegt hier, glaube ich, auch ein bisschen am Gewicht dran. Oder? Du hast gerade nachgemessen. Ja, die hier, also von der Höhe sind die beiden. Warte mal eben. Die sind gleich, sagst du hier. Die beiden hier sind in der Höhe genau gleich. Also ja, aber was wir ja vorhin schon gemessen hatten, dass der hier auf jeden Fall weiter auf der Seite ist. Ja, hier haben wir 87,5. Was haben wir hier? 85. Ja, knappe 85. 85,5, das heißt, das sind schon mal 2 cm. Und bei dem Gewicht macht das, glaube ich, schon ganz viel aus. Ja, aber schwer ist es, ne? Ja. Ja. Trotzdem mit weiterbauen. Ja, das denke ich auch. Eine bessere Basis können wir nicht haben. Das denke ich auch. Ja. Was sagt der Tacho? Feierabend, glaube ich. Oh, geht morgen weiter. Morgen wird Jan mit dabei sein. Und dann, glaube ich, machen wir alles über Bohren und Schrauben und nicht über Schweißen. Dass wir denn die Pfosten hier ranbohren und dübeln, beide Seiten. Dann haben wir natürlich hier schön hohe Pfosten. Da könnte man dann irgendwie nochmal Licht anbauen, wenn man das Ding dann für gut befindet oder noch mehr mit arbeiten wird. Und dann sollen an diese Pfosten quasi hier Löcher reingeschraubt werden. So, jetzt sieht man das. 2 Stück, 4 Stück oder so jeweils. Und hier auch nochmal 4 Stück dann. Und dann kommen hier 2 Leitplanken an lang. Einmal hier unten eine. Und eine über den Zugmaul. Dann ist hier natürlich ein 15 cm hoher Spalt. Aber ich denke, das wird gehen. Und wenn nicht, kann man da ja immer nochmal beigehen und was reinschweißen. Oder schrauben oder sonstiges. So, Versuch Nummer 2. Moin. Hallo. Jan ist da. Wir haben das jetzt mal eben ein bisschen aufgebaut, damit er mal sehen kann, was ich hier so vorhab. Er hat mir gestern nur ein Bild geschickt und ich dachte, was baut der Bengel da schon wieder? Und jetzt hat sich das mal abgeholt und die Idee ist richtig geil. Und ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen. Also ich hätte sonst gesagt, hier dieses Stück ausklinken und dann noch einen dritten oben drauf und ja, nicht, dass wir das so lassen. Mir reicht das. Ja, ihm reicht das mir nicht. Ich würde es natürlich gut finden. Tja, wie es am Ende wird, müssen wir nochmal streiten und ob wir das machen. Nein, aber auf jeden Fall, die Idee ist klasse. Eben gerade schon ein paar Löcher gebohrt und hier oben auch und dann vielleicht noch ein bisschen Elektrik und noch. Ja, dass man hier, wenn das jetzt gut läuft, hier nochmal Licht ran kann. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Achso, das hatte ich. Ich glaube, das war mal. War das mein Deutz? Ich glaube, das war dein Deutz. Ich glaube, das war mein Deutz, da müssen wir mal eben hingucken. So, wie sieht das aus hier? So, ja, wir waren eben hin zum Deutz. Er hat ein bisschen Probleme ja mit dem Flüssigkeitsbehälter. Da waren wir jetzt bei, da habe ich, warte mal eben, 9 Deckel drauf gemacht. Haha. Der Fischstandssensor, den habe ich natürlich rausgebaut dabei. Diesen Deckel habe ich darauf geschraubt. Der passte. Der hält auch dicht. Aber in der Bremse war schon Luft drin. Die musste entlüftet werden. Das haben sie jetzt gemacht. Dabei ist aber noch aufgefallen, dass der eine Bremskraftzylinder. Das ist richtig? Genau. Der auf der Hinterachse. Dass der ein bisschen undicht ist. Den machen sie jetzt auch noch mit neu. Jo. Ja. Wir machen jetzt hier weiter. Genau. Wir haben uns jetzt noch mal eben überlegt,
Ich habe hier ja oben schon Löcher gemacht für die Schrauben, wenn da Arbeitsscheinwerfer rangeschraubt werden sollen. Dass wir hier vielleicht noch mal ein zweites Loch machen und hier unten auch noch mal auf dieser Seite ein Loch machen, dass wir das Kabel dann hier unten durch das eine Loch, also hier oben durch das eine Loch reinlegen können, dass das dann in diesem Profil läuft und dann hier wieder rausgeht zur anderen Seite. Und dann kann man die Kabel hier in der Mitte beim Oberlenkerpunkt irgendwo zusammenführen und dann zum Trecker damit. Genau, davor jetzt erstmal die ganzen Profile anbauen und. Ja, erstmal Löcher bohren, dann die Profile anbauen. Genau. Das mache ich. Wenn, also die beiden an der Seite anbohren. Unten dann können wir die noch ein bisschen verschweißen. Ja, können wir ja an den Profil mit ran schweißen noch. Ja, unten das Gewicht. Da unten, warte. Kann man das? Da unten. So kann man das sehen. Ich halte euch jetzt ein bisschen schief. Ja, einmal hier und auf der anderen Seite. Einmal ein bisschen verschweißen. Weil halt das ist gar nicht so verkehrt. Genau. Ja. Und dann kommen die Leitplanken davor. Und das Licht, das wäre ein Projekt dann für nächstes Jahr, sag ich mal. Das muss noch nicht so bombs. Müssen wir gucken, ne? Wir können ja erstmal gucken, ob das gut geht, ob das hält mit Mais schieben. Und wenn dann, dann können wir. Und dann, das kann man immer noch mal machen. Es ist soweit vorbereitet, genau. Dass das mit wenig Aufwand ist. Und dann Strippe ziehen zur Not und dann geht es weiter. Genau. Aber jetzt erstmal und Wasser. Weil ist ja schon bald. Ersten Termin haben wir ja schon. Richtig, den ersten Termin haben wir schon. Freut uns auch schon mega drauf. Und schön in Kolonne los. Ja. In Lohn quasi. In Lohn und in Kolonne. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, gut. So, weitermachen. Auf geht's. Wir bohren mal eben. So, diese Seite ist fest, hält. Die Anbord schon die zweite Seite. Boah, Eisen. Eisen? Ja, wird nur aus drei was, ne? Scheiße. Ja, dann ist das so. So, der zweite ist jetzt auch dran. Hält. Jan verschweißt das unten jetzt noch mal ein bisschen. Ja. Weil wir da keine Schraube reindrehen konnten, dass wir da noch ein bisschen Stabilität mehr damit reinkriegen. Ja, das sollte jetzt aber schon ganz gut halten. Ja, das denke ich auch. Da passiert gar nichts mehr dran. Tipptopp.
ich bin gerade noch mal eben rausgegangen. Man hört es immer noch, Jan macht da gerade den Zink von der Leitplanke runter, dass wir die gleich besser mit den Pfosten verschweißen können. Ja, der Deutz ist jetzt wieder da. Die haben noch ein paar Dichtungen hier hinten überall getauscht. Wo genau, weiß ich nicht, überall. Haben gesagt, leckt Öl, muss neu. Verdichtungen sind ja nicht die Welt. Und den Bremszylinder haben sie auch erneuert. Ich denke mal, der hat vielleicht auch ein bisschen mit drunter gelitten, dass der Deckel nie richtig dicht war. Ja, aber das Problem habe ich auch gelöst. Ich habe da ja so einen Honda-Deckel drauf gemacht. Und wie der Honda Husqvarna oder was das für ein Motor da war. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon gesagt habe. Tag 3 jetzt bei dem Gewicht bei. Jetzt sollen die Leitplanken vor. Wir sind schon gut dabei. Wir haben da ein paar Löcher in die Leitplanke mit reingemacht, dass wir die im Beton noch mit festdübeln können. Und jetzt kommt der Zick ab, dass wir die gleich verschweißen können. Werden die angeschraubt und dann kommt die nächste ran. So ist der Plan. So werden wir das wohl auch durchziehen. Und ich denke mal auch, dass wir den da heute nochmal anbauen werden. Bock habe ich da irgendwie drauf. Wahnsinn. Tag 3, habe ich schon gesagt. Jo. Ja. So sieht die Leitplanke jetzt aus. Da Zink ab, da ist ein Loch, da ist noch ein Loch, da ist noch ein Loch und da nochmal Zink ab. Ganz unten können wir ja nicht, oder können wir schon, aber das ist mir zu viel Aufwand, da jetzt noch mit einem Akkuschrauber oder so beizugehen, da ein Loch reinzubohren. Wir können unten ja nochmal entlang schweißen und dann müsste das ja gehen. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass das alles hält. Das werden wir dann sehen. Ja. Wieso, wenn das verschraubt ist, dann an den Seiten ist das ja schon verschweißt und dann mit denen nachher noch zusammen verschweißt. Was also beim Drücken passiert auch nichts. Da habe ich auch keine Bedenken bei. Das Problem wird nachher sein, wenn man mal von der Kante was rückwärts wegziehen möchte. Damit, dass der dann links und rechts vielleicht zu viel Last kriegt, weil da vielleicht noch was Festes mit zwischen ist oder so. Dann reißt das alles ab. Müssen wir gucken. Aber die Seiten sind ja nun nicht zu lang nachher nach außen raus. Eigentlich ist da genug Druck dran. Eigentlich müsste das alles halten. Jo. Eigentlich. Eigentlich. Gut, weiter geht's. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. So. Fertig. Fast fertig. Fast. Hier noch ein bisschen schweißen überall. Und dann war's das. Mir ist Malheur passiert auch. Ja. Da konnte ich auch nicht tiefer bohren. Und nach fest kommt dann irgendwann ab. Ja. Jetzt halten wir da nochmal mit dem Schweißgerät worüber. Also die Idee war dahinter, dann es ein bisschen abzuflexen, auch den Zink und sowas ein bisschen umzu und dann mache ich dann Schweißpunkt drauf. Ja, das auch. Ja. Nicht so gut halt wie normal geschraubt, aber geht auch. Jo. Ja, fix den Rest schweißen und dann kommt der Deutz da nochmal ran, oder? Ja, können wir nochmal im Rand bauen, ich denke auch. Das will ich eigentlich heute nochmal sehen. Willst du das sehen? Ja, dann machen wir das. Denk mal, das schweißen wir. Oder willst du das nicht mehr sehen? Natürlich will ich das sehen. Schöne Arbeit hier, die muss ja auch gezeigt werden, denn. Sieht's aus, ja. Dann mache ich eben schon den Rest und dann. Ja, ich räume hier schon mal ein bisschen auf und so. Und dann kannst du den Deutz schon mal davor machen. Ja. Cool. Das ist ein guter Plan, ne? Mhm. Ein bisschen Luft zwischen, aber das ging mir hin.
mal ein bisschen nach. Oh, sieht aber gut aus. Ja, also, gut. Ups! Fast fallen gelassen hier. Nochmal die Schlacke wegklappen. Das soll wohl halten. So, ich dachte, Niklas, ja, ich sag, da kannst du auch mit dem Vorschlaghammer gegenklappen. Er sagt, gut, okay, machen wir jetzt mal den ultimativen Test. Ja, scheiße, der ist auf dem Boden aufgeklappt. Oh! Kann nichts passiert sein. Der ist gekommen, guck mal. Aber der ist verbogen. Warte mal, das tun wir mal. Gut, also wenn das nicht halten soll, dann machen wir. Da ist die Leitplankkammer verbogen. Das ich wollte sagen, das Geschweiße muss halten, das, da kann nichts passieren. Andere Seite auch nochmal. Okay. Biegt zwar ein bisschen, aber. Ja, dann wissen wir aber jetzt schon, wenn aber so viel. Das ist aber gut, einmal Schlagkraft, ne? Der Hammer hat schon Bock, ne? Ja. Ja. Wenn wir sehen, wenn das biegt, dann kommt da irgendwie nochmal Verstreben. Wir haben schon überlegt, sonst hier noch Rohre zwischen. Ja. Ne? Ja, aber wenn man hier ein zusätzliches Rohr reinsteckt und das verschweißen würde, komplett, das wird doch auch was bringen, oder? Der muss aber entweder Vollmaterial, wenn du aber nur ein normales Rohr da drin hast, hast du ja nur die gleiche Stabilität auf, wieder auf der Länge. Ne? Und keinen Gegendruck. Ja, gut, das stimmt. Ne? Das stimmt. Deswegen, ja, müssen wir sonst ausprobieren. Ja. Ja, gut. Perfekt, wir bauen das mal eben an. Zeig er vor. Gut. Nochmal eben so ein bisschen Erklärung, warum wir mit Elektrode schweißen und nicht mit Schutzgas, weil Schutzgas soll ja einfacher sein. Weiß ich nicht, habe ich noch nie so wirklich gemacht. Ist wirklich so. Ja, gut, er spricht aus Erfahrung. wir haben uns aber für das Gerät entschieden, weil es leicht und handlich ist, dass man damit nochmal eben schnell durch den Stall rennen kann, quasi. Wenn da mal was kaputt ist, ich brauche nur eine Kabeltrommel mit Hausstromanschluss nehmen und Attacke, quasi. Das ist 5 Kilo schwer. Da kann ich auch mal eben hier und da was mit schweißen. Wenn ich ein Schutzgasgerät habe, das ist mir zu schwer. Achso, aber immer noch ein Merlo. Einfach vorne auf die Gabel rauf und los. Ja, aber da muss ich Starkstrom gleich mit hinlegen und ja, gut. Da ist das schon handlicher, sag ich mal, ne? Gut. Aber so zum. Auch ein bisschen mit Elektrode umkehren und so. Ja. Deine Schweißnähte sehen aber besser aus als meine. Ja, das kommt aber auch wieder Zeit. Ja, das ist so. Bei unserem ersten Projekt war das ja auch, da sah das auch alles gut aus. Also daher. Ja. Gut. So. Jetzt aber wirklich. Das Licht geht ja nicht. Nee. Das ist ja scheiße. Sieht doch scheiße aus auf dem Video. So. Echt jetzt? Echt jetzt? Sieht doch besser aus. Das klappt normalerweise nicht. Du und dein Deutsch, Alter. Geht doch. Ja. Sieht doch schier aus. Und es hängt gerade vor. Beim Weißrei hängt es schief vor. Ja, ein bisschen schief hängt es, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das am Boden geht, ob es schief steht oder was.
ein bisschen schief war das, aber beim Valtra war das noch schlimmer. Ja, aber so ist er. Geil. Ja. Und von der Breite her, ja. Also weniger darf es nicht sein. Nee. Optimal, würde ich sagen. Das ist gut. Ja. Schick, schick. Geil. Ja. Projekt beendet, würde ich sagen. Gucken, ob wir da nochmal irgendwie dann in den nächsten Tagen oder sowas, müssen wir schauen, wie das da hier mit Licht ist, ansonsten brauchen wir nochmal dran. Weil dann kommt dann oben noch ein bisschen LED mit ran, damit dann noch ein bisschen mehr zu sehen ist. Ja, das kann man dann ja immer nochmal sehen. Und wenn das jetzt nicht zum nächsten Jahr passiert, dann ist das auch so. Ja, aber sonst so. Ich bin zufrieden. Ja. Besten Dank für die Hilfe. Gerne, immer, weißt du noch. Eine Sache habe ich mal an euch, also nicht das sicher das Streitthema. Und zwar, hättet ihr dieses Stück hier, hättet ihr die Platten zusammen gemacht und noch eine dritte oben drauf gebaut? Oder hättet ihr zugelassen, wie Niklas das jetzt wollte? Also ich hätte ihn gerne hier aufgeschnitten, draufgesetzt und noch eine dritte drauf gebaut. Ja, jetzt die Frage an euch, was hättet ihr gemacht? Also ich will mal eben was korken. Der hier sieht gut aus. Das passt noch! Ja. Wäre ja trotzdem kein Problem gewesen. Ja, aber. Auszuklingen. Da musst du immer mehr ausklingen. Der macht ja nichts. Aber dahinter ist ja der Klotz. Da ist ja die Klump. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch geklingt und hätte noch eine Trennung oben drauf gebaut. So, jetzt seht ihr mich hier auch nochmal. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das so zu machen. Also wir hatten erst gesagt, haben wir genug Zeit, dann machen wir das nochmal eben. Er meinte, das sind nur 10 Minuten, das Ausblinken. Ja, das Ausblinken kostet auch nur 10 Minuten. Aber die dritte Leitplanke oben raufschrauben, das kommt ja noch mit oben drauf. Ja, hätte man abwiegen müssen, ob man die Stunde dann noch mitgenommen hätte oder nicht. Jetzt ist spät genug und ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch vorher alles schaffen. Weil ich habe noch ziemlich viel auf dem Zettel vor der Maisernte. Ja Leute, das ist jetzt... Moment. 21:24 Uhr. Ja. Ja, hätten wir das noch gemacht, hätten wir das nachziehen. Ja, meiner Meinung nach. Ja, locker. Wir probieren das dieses Jahr erstmal so aus, ob das so geht. Und wenn nicht, ja auch, ja. Ja, wenn nicht, wenn da zu viel durchhält, ich glaub's nicht, dann kann man da immer noch mal beigehen und das vernünftig machen. Dann haben wir ein ganzes Jahr Zeit bis zur nächsten Maisernte. Es hat einfach nur zornig ausgesehen. Nein, Quatsch. Nein, wir werden ja sehen. Auch von der Höhe her, wenn du das am Schieben bist, wir werden es sehen. Ja. Also ich denke mal, viel wird da nicht durchfallen. Das glaube ich auch. Weil, wenn das auf Druck da drauf kommt, dann ist hier nicht los. Und was so rausfällt, bleibst du ja eher den Seitenleimen fest. Also ja. Daher. Wir werden ja sehen. Felix wird damit wohl viel arbeiten. Ich nehme die große Platte am Deutz ran. Die hat ja ein bisschen mehr Power. Ja. Mal sehen. Wir werden sehen. Was Felix so sagt. Schier wahrscheinlich. Bestimmt. Ja. Also eigentlich möchte ich das auch einmal ausprobieren. Ja, kannst du auch, bei Deutsch. Hey, ja, gut. Was ich jetzt nochmal sagen muss, ist eigentlich, ich habe jetzt in der Zeit, wo wir hier die Bastelstunde gedreht haben, 2 Farmblocks gemacht. So ein bisschen Verschnitt wird da drin sein. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das ist jetzt einfach so. Wir haben jetzt noch etwa genau 2 Wochen, dann ist Maisernte-Termin. Ja. Aber wir wollen noch einmal Silo fahren. Ich muss meinem Kumpel noch mit Mais festfahren, da werden wir das Gewicht auch brauchen. Und dann müssen wir Siloplatten noch aufräumen, wo der Raststück hinkommt, wo der Mais-Silo hinkommt. Da liegt noch so viel Baustoff drin. Also es ist noch viel zu tun. Es ist noch einiges auf dem Zettel. Ja. Gut. Aber erstmal, so soll es wohl erstmal funktionieren, denke ich. Das denke ich auch. Wenn wir noch Zeit haben, können wir da ja nochmal Licht anbasteln.
wenn denn doch nochmal Zeit sein sollte. Wie gesagt, also ich werde auf die Werte sehen, wir probieren es ja erst aus. Das ist jetzt auch erstmal so gesehen ja auch der Prototyp. Genau. Und dann, ja, werden wir sehen. Gut. Alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke, danke. Schaut auch gerne nochmal bei Instagram vorbei. Da seid ihr, denke ich mal, immer aktueller auf dem Laufenden, wenn da mal was gepostet wird. Die Hühner. Ja. Ja. Lasst ja gerne ein Like und ein Abo da. Meinetwegen auch ein Kommentar. Ja. Schreibt mir eigentlich immer so viel und so gut es geht bei Ronna. Und danke fürs Zuschauen auch von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Hast du da was vergessen? Willst du jetzt auch irgendwann sagen, Alter? Ja, komm mal, den kleinen verdammten Scheiß-Scheiß-Bummel gedacht. Passiert. Mach ich jetzt noch und sei glücklich. Nein, lassen wir so. Gut. Alles gut.